Da ist er. Hier ist er endlich, der heilige Gral, die eierlegende Wollmilchsau. Ja, man kann es nennen, wie man will. Auf jeden Fall UHD und 144 Hertz. Erstmal hier endlich bei uns in der Redaktion. Der Asus, ich muss immer noch nachschauen, PG27U. 4K, also UHD-Auflösung, G-Sync HDR, das heißt einfach, dass der wirklich HDR kann mit 1000 Nits Hintergrundbeleuchtung, Local Dimming in 384 Zonen, meine ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ist noch ein Unterschied zum Fernseher, okay. Bevor ich jetzt noch weiter die Specs runterbete, das Ding wurde ja schon, sag ich mal, ich glaube, eineinhalb Jahren warten wir schon darauf. Es ist schon bekannt, dass es so einen Teil geben soll. Und jetzt ist es endlich da. Wahnsinn, wir haben fast nicht mehr dran geglaubt. Ja, es wird ein reines Unboxing. Ich packe das Ding erstmal aus. Wir haben es gerade eben so bekommen. Und schauen wir mal, was drin ist. Ja. Lass das mal hier stehen, damit ihr so schön sehen könnt, wie schön die Verpackung ist, wie das so auf Werbefotos aussieht. Ha, ein Siegel, das hatten wir auch noch nie. So, Siegel gebrochen, Garantie futsch. Nein, Quatsch. Wir haben hier ein Kalibrierungsbericht. Das heißt, das Teil ist vorkalibriert. Ich zeige das jetzt, ich erläutere das jetzt nicht alles. Heißt, das Ding soll recht farbtreu sein. Ja, das muss stimmen, kann stimmen, muss aber nicht, meine ich. Da gab es in der Vergangenheit Erfahrungen oft gemixte Sachen. Also manchmal gab es da einfach nur alternative Fakten zu sehen. Manchmal nicht. Aber okay, packen wir erstmal aus. Halten wir drauf. Kabel. HDMI. DisplayPort. USB. Netzteil. Leider extern. Naja. Papierkram. Schauen wir uns später an. Erstmal jetzt rein in die Hardware. Darauf sind wir doch alle geil. Strom. Der Standfuß. Ich packe das schon mal aus. Ist eigentlich das übliche ROG-Design, denke ich mal. Da wird es dann rausleuchten aus dem Standfuß. Ich mache mir Platz. Ein Säckchen. Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Monitor. Was ist da drin? Ach, die Logos, ja. Das klipst man darunter und kann das tolle ROG-Logo dann leuchten lassen. Hier, film mal drauf, Willi. Hast du es? Jawohl. Und da gibt es auch alternative, na, genau. Diesen Gläsern kann man eigenes draufdrucken, also man muss da, ich weiß nicht genau, wie das geht. Also wenn wir ganz hip sind, machen wir so ein PCGH-Logo mal drauf und ja, zeigen das. Ist da noch was drin? Na, noch weitere. Hä? Eine Tasche in der Tasche. Ja, ganz viel, ach so. Noch ein Rohling und noch ein ROG-Glas. Okay, gut, schön, toll, danke Asus. Weiter geht's. Das wird die Rückblende sein. Hinten dran am Monitor, um die Anschlüsse zu verdecken. So. Nun aber der Monitor mit vormontiertem Standfuß. Der Acer-Monitor hat ja einen Lüfter hinten drin. Die große Preisfrage ist, hat der Asus es auch? Ich glaube nicht. Ich lasse hier mal diesen Aufkleber dran. Ich glaube nicht, nein. Wir werden es hören. Oh, obwohl da... Man sieht es nicht. Werden wir vielleicht hören, wenn wir ihn anschalten. Und dann werden wir ihn zerlegen und mal gucken, ob das genauso schlimm ist. So, tada! Da ist er!
Endlich mal nicht mehr nur so ein Ausstellungsstück auf Messen. Wahnsinn. Ich kann es nicht erwarten, den anzuschmeißen. So, ich glaube, da unten muss man ihn noch festschrauben, oder? Jetzt haben wir einen schönen Blick auf die Anschlüsse. Ja, wie eigentlich alle G-Sync-Monitore, nur zwei Anschlüsse, also DisplayPort und HDMI. Ich glaube, es gibt manche mit nur DisplayPort, einfach weil G-Sync nur mit DisplayPort funktioniert und nicht mit HDMI. Netzanschluss und zwei USB-Ports. So, mal den ganzen Spam wegmachen. Was sehen wir hier? Nochmal die Specs vielleicht. UHD 144 Hertz, also das ist wirklich das Novum. Darauf haben wir jetzt alle gewartet. Es war vorher eine unvereinbare Sache, 144 Hertz und UHD. Es gab bis jetzt UHD in 60 Hertz oder 144 Hertz in WQHD, was bislang einfach der beste Kompromiss ist. Und das ändert sich jetzt einfach. Das Ding ist sauteuer, also gelistet ist er über 2000 Euro, das heißt WQHD mit 144 Hertz wird noch lange nicht aussterben und schon gar nicht Full HD. Ich kann es immer wieder predigen. Ist für Low-End-Sachen immer noch sinnvoll und ja, mal gucken, was das auch alles kann. Und das Tolle ist ja nicht nur einfach die UHD und 144 Hertz, sondern auch die HDR-Darstellung, die bestmögliche. Also mit den 1000 Nits, da gibt es bis auf Grafikmodelle einfach keine Gaming-Monitore, die die HDR-Qualität schaffen. HDR-Qualität ist relativ, es gibt Display-HDR-Abstufungen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber HDR ist nicht gleich HDR, einfach um das mal erwähnt zu haben. Ja, es ist ein IPS-Panel mit Quantum Dots, das sind Nanopartikel auf dem Hintergrundlicht, einfach, dass da die Farbdarstellung besser ist. Asus Aura Sync, das ist einfach, dass da alles schön synchron Regenbogen blinkt. Okay, weg damit. Genug der Theorie. Schauen wir endlich mal an. Na. Ich schließe meinen Laptop an und mal gucken, wie er sich so macht. Die Sache ist die, das Ding ist brandneu. Wir sind die ersten in Deutschland, die sowas haben dürfen. Wir sind da heilfroh und ja, das Ding braucht eigentlich ehrlich gesagt eine Aufwärmzeit. Ich will deswegen das Ganze nicht einfach überbewerten. Es ist wirklich nur so ein knappes Hands-on, kein Review. Ganz groß eingeblendet hier jetzt, kein Review ist das jetzt, sondern wirklich nur ein Unboxing und Hands-on. Riesengroßer Unterschied. Ich werde das Ding noch durchmessen, auf Herz und Nieren prüfen. Das kommt noch alles. Könnt ihr wahrscheinlich im nächsten Heft ganz ausführlich und groß lesen können, was das Ding kann. Es gibt da ein paar Details einfach und ja, letztlich ist auch interessant, was das kosten wird. Sauteuer wird sowieso, das ist klar. Aber einfach, um das Ding einzuordnen zwischen den günstigeren Monitor, die nur halb so viel kosten, also ich denke auch 500 Euro sind recht viel für einen Monitor, und das Ding kostet halt gut mal viermal so viel. Davon abgesehen, der Rest sieht eigentlich ziemlich im ROG-Design gewöhnlich aus. Also hinten ein praktisches Steuerkreuz mit ein paar Tasten. Ändert sich, es hat ein bisschen ein anderes Layout und Design, einfach von den anderen ROG-Monitoren. Dieses geriffelte, diese Todesstern-Optik hier, wie ich immer sage, die haben andere ROGs auch. Und auch diese RGB, das RGB-Logo da hinten, das ist genauso bei anderen vorhanden. Ja. Der Standfuß leuchtet, unten die Tischfläche, oben auch nochmal. Hier ist ein Rad. Ich glaube, das ist ein extra Licht, wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall rausfinden. Auf jeden Fall alle möglichen RGB-Spielereien, so wie es man einfach auch kennt von den ROG-Sachen. Also, ein Windows-Update später und eine Mittagspause auch später läuft der Monitor endlich bei mir am Rechner. Lag weniger am Teil, das Ding war schon eher Plug-and-Play, also ja, Treiber aktualisieren, eine dicke Grafikkarte haben wir rein und schon läuft das Teil auch. Läuft mit dem neuen Windows Spring Update auch quasi out of the box. Also, wenn ihr HDR nutzen wollt, schaut, dass euer Windows wirklich aktuell ist, weil dann ihr kein Geschiss mehr habt mit HDR. Das habe ich gerade festgestellt.
Wenn ihr dann mit dem HDR-Monitor gesegnet seid, habt ihr in den Anzeigeeinstellungen den HDR-Schalter. Den gab es schon aus dem letzten Jahr. Nur bei HDR-Monitor gab es dann so einen Grauschleier über dem Windows. Das war so ein alter Bug, der wurde mittlerweile gefixt. Also das kann man jetzt mittlerweile umschalten und gleichzeitig auf dem Desktop eine SDR-Darstellung behalten. So. Ihr seht, im Hintergrund flackert schon das Spiel, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Was neu ist, ist hier der Punkt HDR und WCG Wide Gamut Color Einstellung. Ist hier auf 1. Man kann hier nochmal Helligkeit regeln. Auf ganz hell soll es ja nicht sein bei SDR, sondern Standard ist hier 50, die Hälfte. Und den HDR-Effekt, Moment, wo ist er? Einstellung für die Videowiedergabe. Da wird ein Video gezeigt, da kann man es mal schön sehen. Ich mache das mal groß. Das ist jetzt so das SDR-Video. Man sieht erst den Unterschied, wenn man wirklich hier unten umswitcht auf HDR aus. Es ist alles viel dunkler, eigentlich auch viel realistischer. Also die dunklen Bereiche sind nicht so überbelichtet wie in der SDR-Darstellung. Hier die Sonne strahlt raus, die ist wirklich schön hell und der Rest trotzdem dunkel. Also eher realistischer und nicht unbedingt bunter, wie man das eigentlich sonst von HDR-Darstellungen vermuten könnte. Ich kann es mal ganz schnell an- und ausmachen. Man sieht, denke ich mal, auch den Video man sieht den Unterschied auch im Video. Okay. Ich habe mal eben ein HDR-Spiel angemacht. Mittlerweile können viele, wenn nicht gar die meisten oder alle AAA-Titel HDR-Darstellungen. Shadow Warrior war damals das erste. Ich kann die HDR-Darstellung erstmal schön zeigen. Jetzt sieht man erstmal SDR. Also, wenn man es nicht weiß, beziehungsweise den Unterschied nicht kennt, dann ja, kann man meinen, das ist HDR, weil es einfach zu überzeichnet und zu bunt in den Spielen ist. Und HDR in Spielen, finde ich, bewirkt einfach, dass es eben, wie jetzt auch im Video gesehen, einfach realistischer wirkt. Also die man sieht hier wirklich dunkle Bereiche und Kerzen, die leuchten noch nicht raus, die sind ein bisschen zu rötlich. Und wenn ich jetzt den umschalte, dann werdet ihr jetzt vielleicht hoffentlich sehen, wenn nicht, dann kann ich es ein bisschen beschreiben. HDR, zack, hier ist der Switch, umschalten, anwenden. Okay. Man sieht jetzt einfach viel mehr Details. Die dunklen Bereiche sind nicht mehr so abgesoffen. Wie gesagt, die Kerzen wirken etwas realistischer, nicht mehr ganz so bunt, rötlich. Wenn ich jetzt hier in den dunklen Raum gehe, sehe ich auch in den dunklen Schattierungen viel mehr feinere Unterschiede. Wenn ich in die Kerzen gehe, mal schauen, ob das Local Dimming funktioniert. Ich nehme es mal stark an. Ich glaube, das ist auch schon richtig schön hell. Den sogenannten Halo-Effekt wegen dem Local Dimming, wegen diesen 384 Zonen, kann ich jetzt so nicht erkennen. Den erkennt man auch wirklich eigentlich nur, wenn auf ganz schwarzen Hintergrund ganz weiße Objekte sind, also eher so ein Ladescreen oder so. Hier im Spiel, im Moment zumindest, kann ich das noch nicht erkennen, wird bei jedem Spiel anders sein und auch bei jedem Monitor. Das ist halt jetzt wirklich das Top-Produkt mit 1000 Nits. Auf anderen HDR-Monitoren, die halt nicht so tolles HDR haben, wird das auch anders aussehen. Hier schaut das aber auch ganz passabel aus. Also die HDR-Darstellung ist hier wirklich super gelungen auf dem Monitor. Ob es das jetzt wirklich wert ist, 2600 Euro, so viel kostet der Monitor nämlich gerade zu zahlen, ja, muss jeder selber wissen. Ich habe vorhin gerade eben nachgeschaut, ist schon gelistet, bei einem Händler auch gerade noch heute verfügbar für 2600 Euro. War klar, dass das Ding teuer wird am Anfang, aber mal gucken. Das Ding hat, der Monitor hat auch einen Lüfter, wie auch der Acer Monitor, das quasi Schwestermodell, wenn ich mal das so sagen darf. Ich will mich jetzt nicht wie der Rest des ganzen Internets so künstlich drüber aufregen. Ja, er ist hörbar, wenn man wirklich
rangeht. Wenn man aber im Raum die geringste Geräuschkulisse hat, sei es auch nur vom Spiel oder natürlich als Kopfhörer, hört man das wirklich nicht. Kann man drüber streiten. Es kommt darauf an, es wird sich zeigen, wie laut er werden wird. Ich habe hier wirklich jetzt 144 Hertz G-Sync HDR an UHD-Auflösung. Also das Ding läuft auch wirklich am Zahnfleisch. Der Lüfter wird nicht unbedingt lauter. Ob das jetzt der Rechner ist oder mein Lüfter, kann ich jetzt nicht unterscheiden. Ich werde auf jeden Fall die Lautheit auch von dem Monitor testen. Zum ersten Mal die Lautheit von dem Monitor. Wir werden sehen. Alles andere messe ich eben jetzt durch, wie gesagt, den kompletten Test. Den gibt es im Heft, bestimmt auch online. Also ich bin gespannt, bleibt dran. Und es wird sich zeigen, wie sich das Ding im Test dann schlagen wird. Danke.